Hallo Leute, willkommen zum neuen Vlog. Wir sind jetzt hier in der Dubai Marina. Jetzt haben wir gleich einen schönen Yachtausflug. Alle mit dabei, Florian Koschert mit dabei, mit Frau Servus TV mit an Bord. Dennis, ein guter Freund aus Österreich. Und in wenigen Minuten geht's los. Die Yacht wird jetzt gerade noch vorbereitet, noch präpariert und dann kann es losgehen. Also, bleibt dran, bis gleich. Ja Leute, es freut mich sehr, dass wir uns da alle eingefunden haben. In Dubai auf hoher See. Freut mich sehr, dass alle kommen seid. Und ich würde sagen, stoßen wir an auf die coole Zeit in Dubai. Machen wir es auf gut österreichisch, würde ich sagen. Prost, oder? Das kennt ihr natürlich nicht. So, 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 Cheers! Ja Leute, der Yachts Mr. Imo Yacht Party Trip war amazing, würde ich mal sagen. Unglaublich. Unglaublich. Mega geil. War sehr geil. Na, war wirklich cool. Jetzt machen wir noch ein paar schöne Bilder für Servus TV. Wie es dir taugt. Ja, unglaublich. Ich bin noch immer in Partylaune, wir müssen es weitermachen. Ich bin ein Partylaune, ich will nicht. Du müsstest in die Yacht runtergehen. Weil da unten singen Musik und Licht. Na, ich würde am liebsten gleich weiter zelebrieren. Es war mega geil, Leute. Aber wir müssen ja morgen ein Video aufnehmen. Morgen. So lange feiern können wir nicht. Leute, bleibt bitte dran. Morgen gibt es nämlich ein Interview für Florians Show, The Money Talks. Um was geht's da morgen? Es geht darum, wie man in Dubai in Real Estate investieren kann. Na bitte, dann haben wir schon. Da gibt's nur einen, nämlich den Mr. Inno. Yes, sir! Es wird mega geil. Leute, bleibt dran. Morgen seht ihr das Interview zu Money Talks. Na, morgen noch nicht. Wir zeigen das nochmal auf morgen, aber es wird dann relativ bald online geben. Gibt schon den einen oder anderen Sparkling Wein zu finden. Es wird aber eine Story geben. Aber es wird mega geil. Also bleibt dran. Und demnächst gibt es Content zu Money Talks. Dubai Special Edition. Interview? Ich bin mehr als bereit. Aufgeregt? Ja, voll schon, wie ich zitter schon. Money Talks, die zweite. Die erste haben wir gemacht, glaube ich, 2018 bei dir bei Palace Capital. Genau. In jetzt Büro. 2022 in Dubai. Wahnsinn. Und im Sommer 2022 in Mallorca, oder? Freue mich schon. Freu mich schon. Drei Locations, drei Interviews. Immer dieselben Typen. Leute, wir werden euch ein paar Sequenzen vom Interview, also von Money Talks, einblenden. Folgt bitte auch Florian seinem Channel. Florian auf Instagram habt ihr wahrscheinlich eh schon abonniert, hoffentlich. Wenn nicht, bitte jetzt nachholen. Wir haben da eine coole Zeit bei Florian. In welchem Stock sind wir da? 43. 43. Ja. Ist sehr geil, weil da unten habe ich die Wohnung gekauft, noch seit 15. Da können wir keiner runterspucken. Das nächste Mal, wenn er da ist, kann er runterwinken. Na, auf jeden Fall, jetzt machen wir noch ein paar coole Aufnahmen. Wie gesagt, für Money Talks. Und bei dir geht es übermorgen wieder ab nach Österreich. Freust du dich schon? Ja, am Donnerstag fliegen wir wieder zurück. Leider minus 2 Grad. Scheiße. Also die Freude hält sich in Grenzen. Muss bald wieder kommen. Aber ich freue mich auf das Team. Wir haben ein super Team in Wien. Wir haben eine tolle Firma. Und ich freue mich, dass ich wieder Gas geben kann. Damit ich mir wieder eine Reise und vielleicht ein Investment hier in Dubai leisten kann. Ja, hoffentlich. Ja. Hey, Burj Khalifa wäre, glaube ich, das richtige Projekt für die. Ja, Armani. Armani Tower. Armani Suites. Das ist geil. Ja. Ja Leute, gestern war es auch ziemlich geil auf der Yacht. Wie es dir taugt? Ja, unglaublich. Super, was du organisiert hast. Tolles Team, super Yacht. Ne? Die Skyline war mega. Ich glaub, das hätte ich auch noch nie gesehen, aber oft in Dubai, aber diese Nacht-Skyline war mega. Total, oder?
Die Stimmung ein, auch. Ein schöner emotionaler Moment, wie wir mit der Yacht bei deiner Wohnung vorbeigefahren sind. Boah, das war schon top. Das war schon top, ja. Na, mega. Ah, die Stimmung, die Leute, es hat einfach super, also war genial echt an. Das ist das, was ich sage. Also, du hast mich vorhin gefragt im Interview, was sind die Ziele für dieses Jahr? Gleich ein paar wirtschaftliche Ziele, aber ich will dieses Jahr so viel wie möglich so magische Momente erleben. Und gestern war so einer da auf der Yacht mit euch. Das war echt bombastisch, ja. Ja. Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt der Dubai Vlog mit Sandro J. Stadelmann. Und hoffentlich sehen wir dich bald mal wieder in einem Vlog. Freue mich schon. Bis demnächst.